Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu einer weiteren Folge Space Hulk Tactics mit den Blood Angels. Ich hatte jetzt hier schon mal ein bisschen weitergespielt. Da war auch eine Mission, die hatten wir schon mal. Wieder so eine random Mission von 12. Und, ja, die habe ich verkackt. Und hinter uns hat sich gerade die Tür verriegelt. Warte mal. Bruder Sergeant, wir haben den Müllvernichter gefunden und konnten auf die Sicherheitskameras zugreifen. Obwohl das System beschädigt ist, da sind Eier im Verdichter. Jeans-Dealer-Eier. Wir müssen den Mechanismus reparieren, beseitige die Eier. Wir gehen weiter, wir machen das mal. Wir beseitigen mal die Eier. Keine Monster soll überleben, koste es, was es wolle. Toll. Zurück können wir ja nicht. Müssen wir jetzt einmal hier wieder rumlaufen, um dahin zu kommen, ne? Ach, der Teleporter schickt uns wieder dahin. Das ist so eine Konstruktion. Naja, komm, es ist wie immer dieselbe Geschichte. Ich lasse aber keinen zurück. Aktiviere alle markierten Konsolen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir das schon mal hatten. Ich spiele mal es einfach mal. Wenn wir es schon hatten, dann würde ich dann hier gleich einen Break machen. Gucken wir mal. Weil von diesen Skirmish-Leveln, die so zwischendurch kommen, soll es 12 Stück geben. Und die sollen immer random durchgewürfelt werden. Ich weiß nicht, ob es jetzt später mal mehr werden. Aber der Spielehersteller wollte ja das Spiel noch irgendwie besser machen. Hätte man ja auch gleich von Anfang an machen können. Diese Skirmish-Maps hätte man mal ein bisschen mehr machen können, finde ich. Aber ich bin mir gerade wirklich nicht sicher, ob wir das hatten. Oh, doch, hatten wir. Hatten wir. Definitiv mit den Portalen. Das haben wir gerade so überlebt letztes Mal. Dann würde ich sagen, mache ich hier einen Break und dann, ja, geht's nächstes Mal weiter. Moin, moin, Brüder. Mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen, ja, Space Hulk Tactics. Ich bin jetzt hier mal ein bisschen lang gegangen, habe noch eine Mission gemacht, das habt ihr ja, seht ihr ja gleich, habt ihr ja schon gesehen, ich habe es ja zusammengeschnitten und ja, jetzt geht's hier weiter. Hier ist irgendwas. Alles hier sieht so aus, als könnte es jeden Moment auseinanderbrechen. Es müsste orkisch sein, selbst in diesem Wrack sind die Spuren unserer Kreatur und was? Unserer Kreatur unverwechselbar. Verstanden, Boga. Ein Schlüssel, ein Tor. Und ja, unbekannte Lebensform. Der Bulwark. Oder Bulwark. Ich weiß es nicht. Das Ding, was zwei Schüsse aushält, aber beim zweiten er stirbt. Wir haben null Proben, null Hinweise. Mal gucken, wie weit das noch geht. Captain Obaldo, it seems my suspicions are correct. I have reviewed the genetic samples collected by my servo skull, and it appears some of the gene stealers aboard that derelict are quite unique, never before encountered. Their strengths and capabilities are unknown. All the more reason to eradicate them. I am not certain you fully appreciate the consequences of this discovery, Captain. The Tyranid species adapt constantly. This could be the next phase in their evolution. If we can collect a relatively intact specimen to dissect at our leisure, we will gain valuable insights, perhaps develop new tactics to use against them. The discovery of this space hulk could be a blessing for the entire Imperium. You expect us to bring back the body of one of these monstrosities intact? Intact? Nee. I do. Surely, such a challenge is not beyond the abilities of the mighty Blood Angels. Doch, ist zu viel verlangt.
Inquisitor Marburg. What you ask is beyond the scope of this mission. We are here to save Gorgonum and its vital manufactories, not to engage in a hunting expedition. If you came here for... Captain, do not mistake this for a request. I make my demand on behalf of the Imperial Inquisition and Holy Terror. I am the Emperor's hand in word and deed. Would you defy the orders of one so empowered? Ja, mit der rechten Hand macht er manchmal schmutzige Sachen. No, my lord. We will comply. Sergeant Ahariel, you have your orders. Take one of them. Ja, ich frage mich, wie soll ich so eins fangen? Soll ich das... Oh, wir kriegen einen Flammenwerfer. Oh, wir kriegen einen Flammenwerfer und eine Probe. Töte alle Bulwark-Biomorphe. Ja, wie soll ich das jetzt empfangen, indem ich alle töte? Das passt ja mit der Story nicht, aber das ist schon mal gut. Wenn wir alles töten, ist gut. Töten passt. Töten machen wir. So, ich will den Flammenwerfer haben. Wir wollen den Flammenwerfer... Genau, wir sind bereit. Standaufstellung haben wir. Zuppelt gerade ein bisschen das Spiel. Ein Skriptor haben wir nicht, ne? Das haben wir nicht. Kommt aber definitiv nochmal irgendwann. Ist der andere zurückgekommen? Der ist ja wieder da. Ich dachte, den haben wir verloren, aber der ist wieder da. Cool. Dann ist er wohl bestimmt nur eine Zeit X nicht dabei. Ja. Gut, ich habe jetzt mal den auch noch mitgenommen, damit er, ja, keine Ahnung, irgendwann eine schwere Waffe kriegt und einfach mitmachen kann. Vielleicht kriegt er so schon mal ein bisschen, keine Ahnung, Erfahrungspunkte kriegt er ja nicht. Egal. Die drei bleiben auf jeden Fall. Zwei Leute mit schweren Waffen und ihnen werde ich hoffentlich später mal diese Energiekrallen kriegen. Da wird Madriel wird auf jeden Fall ein Nahkampfkämpfer werden. Und ob ich den Onkel Doc noch behalte, weiß ich nicht. Bisher hat er nichts Tolles gemacht. Er hat niemanden geheilt, niemanden zurückgebracht, nichts. Er ist die Inkompetenz in Person. Unser Doktor. Ich bin mal gespannt. Also wenn die... Müssen wir aufpassen. Wir dürfen auf jeden Fall... Müssen wir lange Abstände zu dem Feind haben. Weil dieser Bulwark... der kann natürlich, wie gesagt, zwei Schüsse aushalten. So, Ork-Hintergrund, das heißt... Be on your guard! These orkish vessels are dangerously unsafe! The captain speaks true. They're always unstable, prone to fire and explosion. Watch out for chem leaks and radiation spills. Okay, vielleicht können wir das ja zu unserem Vorteil benutzen. My servitors have located several of the unique genotype specimens nearby. Deploy your squad at once. Find the targets and get me one of those corpses. Einen der Leichname. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon lebendig. Very well. We stand ready, Brother Sergeant. This challenge shall be overcome. Ja klar, werden wir das meistern. Wir sind Space Marines, Mann. So, hier ist eine Konsole. Können wir vielleicht... Die Tür da öffnen. Schön wäre es, wenn wir eine andere verschließen können, um halt diese Tyranniden wegzukriegen. Haben wir dafür ein Zeitlimit? 12 Züge. Ein Fass. Wir müssen mal testen, ob wir ein Fass zum Explodieren bringen. So. Wir packen ja, Onkel Doc wieder in die Mitte. Oder weiter hinten. In position. In position. So, der mit der schweren Waffe. Ist bei mir Nummer 2. Du bist Nummer 1. Teleportation completed. Du bist hinten. Ready. Und der Sergeant in die Mitte. Ready. So ist meine Aufstellung. Da sind schon mal 3 Signale, aber hier ist das Tor ja ausgeschaltet, Gott sei Dank. Das heißt, die müssen außen rumlaufen und hier durch. Ja gut, mal gucken, wie wir vorgehen. So, tolle Ansicht, aber nein, die brauchen wir nicht.
Wir sind dran. Wir machen mal liebevoll die Tür auf. Boah. Die kriegen wir wahrscheinlich nicht auf, ne? Ich weiß gar nicht, wo die Konsole, Ist auch so eine Tür. Ein Leichnam. Können wir mit den Leichnamen machen? Hier ist auch einer. Aktiviere ein Objekt. Wo ist denn verdammt nochmal? Der Typ ist hier. Ach, die Konsole ist hier. Wir haben ja keine andere Möglichkeit. Wir müssen hier lang und zur Konsole. Und dann weiß ich nicht, ob wir den jetzt einschließen. Gucken wir mal. So. Straight nach vorne. Ich glaube, das gönnen die uns immer. Oder auch nicht. Werden beobachtet. Ah, da ist er. In seiner vollen Pracht. This is a unique opportunity. Do not waste it. Ja, schöne Szene. Checking our position. Los, geht, 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 geht. Understood. Unser Bruder geht vorwärts. Bruder, Onkel Doc. Haben wir irgendeine Karte zum Umwandeln? Legt alle Karten ab, ziehe drei neue. Ziele auf einen Terminator bis zur nächsten Runde beträgt die Reichweite 4. 2 plus auf das nächste Abwehrfeuer. Das könnte ja auch nicht schlecht sein. Ach, der nächste Nahkampf wird ein Erfolg. Komm, die wandeln wir um. Einfach nur, damit wir die Leute näher rankriegen. My fear is to fail. Okay. I'm moving. There, on the deck. Another brother Astartes. Fated to a forgotten death in this ruin. The insignia is that of the Dark Angels. The Sons of the Lions ventured here too. Check him. For any readable combat data. Ja, aber wie denn? We were deceived. There are no fallen here. Only gene stealers, countless numbers of them. But the signal we detected, it dates from the Black Ages. From the heresy of Horus Lupercal, may his soul be blighted. How can this be? We failed. I am the last. And now they come for me. So be it. I will die with honor. He spoke of a signal from the Age of Heresy. That cannot be ignored. We must investigate. Das mit der Heresie, das war in den 30. Jahrtausend. Da haben sich ja die... einige Primarchen haben sich gegen... auch Katze. Andere gesandt und es gab einen Bruderkrieg und der Imperator wurde schwer verwundet, an seinen Thron gefesselt. Richtig Drama, Baby. Your deceased cousin also spoke of deception, Captain. The taint of chaos and the unhallowed surrounds the events of those dark times. You and your men would do well to avoid such things. Ey, das wäre ja richtig geil, wenn wir hier nochmal auf andere Rassen stoßen würden. Elder, Orks, Chaos Marines, das wäre richtig geil. Aber ich glaube, das ist alles nicht mit im Spiel drinne. So, jetzt haben wir den ja eigentlich durchsucht, oder? Boah. Gut, dann ist die erste Runde vorbei. Oh, der kommt durch. Alter, Gott sei Dank. Nein, der kommt auch noch an. So, jetzt ist mein Onkel Doc da. Warum macht der Onkel Doc nichts? Wie kann der Onkel Doc jetzt jemanden zurückholen? Die Leiche bleibt ja nicht liegen. My fear is to fail. So, das finde ich jetzt ein bisschen unschön.
Geh mal einen Schritt. Damit habe ich jetzt absolut nicht gerechnet. Feuer. Aus dieser Wand mal kurz. Da ist Feuer, man weiß nicht, wie groß das ist. Zack. So. Overwatch. Overwatch. Kann ich den irgendwie zurückholen? Ich stelle den jetzt hier hin. Hier hin. Mal irgendeine Karte mit 3 Punkten. Machen wir, komm. Will dich da haben. Und dann, dass du in die Richtung guckst. Dann gehen alle dran vorbei. What new abomination is that? That, my dear Captain, is a growth of orcish fungus. The green skins breed through the spores it generates. I advise your men to seal their power armor. Their breather filters should protect them from mycelia infestation, but be wary. Ja, die kennen wir schon aus den Tyranniden-Geschichte. Geben mir einfach nur ein bisschen Nebel eine Runde und dann war's das. Nichts Besonderes. So. Der Sergeant straight nach vorne. Den hatte ich ja schon bewegt. Moving forward. Ich denke, da kann irgendwie jemanden zurückholen oder so. Vollsprung. Doof. Ich glaube, ich lasse den Arzt zu Hause nächstes Mal. Den Apothekarius oder Apothekari bringt irgendwie nichts, der Typ. Ich meine, der andere war geil. Der hat ja schon mal einen wenigstens abgehalten. Aber den zweiten hat er leider nicht mehr geschafft. Der hat schon mehr gemacht, als er muss. So, ja, Sergeant ist jetzt vorne. Taking up position. Ich überlege. Und da kommt ja keiner, ne? Aber die sind nur Brüder. Haben wir noch irgendeine Karte? Abwehrfeuer. Nächster Nahkampf wird ein Erfolg. Jeder Terminator erhält nächstes. Zwei Aktionspunkte. Ich spiele ich mal nächste Runde. Das kann man immer gut gebrauchen. Dann wandeln wir die nochmal um. Dann können wir nämlich mit ihnen nochmal ein bisschen gehen. Feind voraus haben wir nicht. Wenn ich die Konsole öffne, dann geht die Tür auf und die Tür auf. Dann ist hier nichts mehr in Sicherheit. Ist irgendwie doof. Aber ich muss es machen, um weiterzukommen und gegen ihn zu kämpfen. Aber, warte mal. Wir können noch ihn schon mal in die Seite abdichten und der andere, ich glaube der Doc Ock. Nee, komm, wir bleiben alle zusammen. Zieh ich doch da wieder ab. Ich zieh ich da wieder ab. Du mein Bester.
Oh, ist gegangen, ne? Fire. Schade. Overwatch. Brennt wahrscheinlich nur eine Runde. Also Feuer mögen die schon mal gar nicht, das ist schon mal gut. Okay. Ja, Feuer ist aus. So, die Tür. Alter Schwede. Hier ist eine normale Tür, ne? Ey, die Konsole zu öffnen ist doch Wahnsinn. Finde ich. Und ich muss nächste Runde mal das machen, dass wir alle da mal weiter vorankommen. Ach, du kommst da nicht dran vorbei. Ah, das ist ja schlecht. Ich hab dir schon zurück. Terminator X. Warte mal, die wandeln wir um. Dann kann er hier nämlich ja, in die Richtung gucken. So, der nächste Nahkampf wird ein Erfolg. Ich spiele sie einfach mal aus. Für ihmchen hier, falls einer angreift, weil es eine kurze Distanz ist. Ja. Ruckelt wird irgendwie alles. Finde ich. Die Animation. Auch wieder. Na, ja, hält der Laden sauber. So, die sind eingeschlossen. Die können aber dadurch. Die warten schon alle, die Schweine. Ja, ihr wisst nur eins nicht. Gehen wir erstmal dahin. Vielleicht kriegen wir da noch eine Probe oder so. Storymäßig kriegen wir nichts. Okay. Dann gehe ich erstmal dahin. Also. So. So. Der Sergeant geht auch weiter. Ja, die müssen wir von mehreren Seiten angreifen. Finde ich, das wird nichts. So. Ah, jetzt habe ich hier eine Karte schon wieder vergessen. Was haben wir noch? Jeder zwei Aktionspunkte ist eigentlich geil. Der nächste Nahangriff. Das kriegst du wieder. Und die andere, die spielen wir. Danke.
kriegt er vielleicht, dass wir ihn da in diese Richtung bringen. Also meine Idee ist es, er hält ihmchen, packen wir hier hin. Er kann da lang und schmutzig die aufhalten, wenn er am Leben bleibt. Er macht irgendwann den Schalter und dreht sich dann schon mal in diese Richtung. So, und die anderen müssen schon in die jeweilige Richtung gestehen und quasi die niederballern. So, mein Plan, ob es was wird, weiß ich nicht. Sehen wir gleich. So. Du wie immer, zwei zurück. Und zack. Overwatch. So, wie viele Runden haben wir noch? 7. Okay. Ich raff's nicht, dass die nicht durch diese Tür gegangen sind bisher. Ich hoffe nur, es wird nicht mehr. Also, da kommen immer mehr da auf der Seite. Jo. Du kannst dich drehen. Und ja, dann machst du gar nichts. Also, hier, Verteidigung. Wache, ja. Wache. So. So. Ich könnte jetzt die Tür aufschießen, wäre aber blöd. Lassen wir mal. Oh nein, ich dachte nein. Das lassen wir. Nein, noch das lassen wir. Oder wir gehen alle durch den Gang. Dann können sie hier rumlaufen, ist auch doof. Nein, alles andere macht keinen Sinn. Wenn ich jetzt bei den Marines stehe, passiert da noch irgendwas storymäßig? Nee. Gut, bis wieder zwei zurück. Genau, und... Waiting. Oh, da kommen immer noch mehr. Der Sergeant hält das doch alleine auch nicht aus da. Weil wenn ich da die Tür öffne, dann hat der Nächste das Problem. Also, dann kommt er, kriegt er nämlich alles ab. Mist. Pizzamann ist da. Verdammt. Während einer Aufnahme, sowas hasse ich, ja? Frau Pizza! Ich hoffe, sie reagiert. Wunderbar. So, mein Sergeant muss kämpfen. Was macht Nahkampf? Oh, warte mal, die Karte ausspielen. Plus zwei Aktionskarten für jeden. Zack. Geil. So, wollen wir mal kurz die geile Ansicht machen. Ich will die geile Ansicht vom Sergeant haben. 6 Aktionspunkte. 6, 6, 6. 6 Aktionspunkte für jeden. So. Nahkampf. Komm, wir schießen. Krass. Bringt überhaupt keinen Vorteil hier. Alter, das geht gar nicht. 6 Chancen gehabt. Ja, Sinus detected. Ja, das ist jetzt echt beschissen. Das ist nämlich echt kurz. So. 1, 2, 3, 4, tot. Der Sergeant braucht Hilfe. So, ich mache jetzt einfach, ich lege den Schalter um. So, kannst du dich nochmal... Warte mal. 3, 4, kostenlos schießen. Aber... Ach, ist irgendwie doof. Ja, bitte. Ach, alles nicht so schön. Wenn ich jetzt hier einfach drehe, machen wir AP. Müssen wir so machen. Overwatch.
So. Mit ihmchen, ja. Kann die Punkte nicht nutzen. Wir gehen nochmal zurück. Aber ich glaube, dann kann er von hinten gesnackt werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tot. Gut, mal gucken, ob das zu klug war. Es kommen immer noch mehr. Ja, Onkel Doc ist tot. Ne, doch nicht. Oh, oh. Jetzt ist Onkel Doc tot. Ach, super. Nein, jetzt kriegt er von hinten einen drauf. So. Nur mal kurz überlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tot. Wir brauchen eine Karte mit sehr vielen Punkten. Lege alle Karten ab, ziehe 3 neue. Ich glaube, das mache ich mal. Karte spielen. 3 AP. Ziele auf einen Terminator. 4 Aktionspunkte. Okay, das behalten wir doch. Hier. Umwandeln. So, jetzt haben wir 3 dazu. Dann sind das 3 Punkte. Wir sehen dieses Arschloch von hinten. Einmal Gratisfeuer. Das war der Pilz. Oh, ich habe auf den Pilz geschossen. Nicht genügend Munition übrig. Ach, der wollte mich doch alle verarschen. Overwatch. Oh, scheiße. Das wird doch nichts. Feel my thirst. Das wird so gar nichts. Habe ich hier keine Sachen mehr für AP, ne? Scheißen Dreck. Der wird sich jetzt hier nämlich ihn auf jeden Fall holen und snacken. Da ist nix. Wenn was kommt, 1, 2, 3, 4, 5. Ach, ich riskier's. Taking up position. So, scheiß drauf, komm. Jetzt sehen wir sie alle sterben. Feuer, ach. Jetzt kann er sich den von hinten holen. Glück gehabt. Kommen gleich noch mehr. Jawohl. Kommt alle her. Kommt alle her zu den Typen, der keine Munition mehr hat. Scheißen Dreck. Es kommt da immer noch Viecher raus. Alter Schwede. Ja, den halten die den einen da unten auf. Komplett. Was willst du machen, ne? Keine Chance. Keine Chance. So. Das Doofe ist, er muss nachladen. Nachladen kostet 4 Punkte. Das ist so fies. Ich muss... muss sich drehen. So, er muss nachladen. Keine Fehlfunktion. Wir haben uns eigentlich bewegt, finde ich, ne? Feuer. Feuer. Jetzt haben wir zwar keine AP-Munition mehr, müssen wir aber mit klarkommen. So.
dann wirst du sterben, es tut mir leid. Oder. My honor is my life. Sieht der Sarge den eigentlich noch? Er sieht ihn doch noch. Da. You see, Brother Sergeant? These creatures can die as easily as any other foe. Okay, man merke, die sind nur von vorne, können die zweimal Schüsse abhalten, nicht von hinten. We have the signal locked on, ready for transport. Take your specimen, Inquisitor. Consider it our gift. Excellent. There are more of them close at hand. Take care not to damage them too much. Yes, Glück gehabt. Dass er wirklich den nur erschießen musste und dass er uns dann noch, dass er eigentlich unseren Kollegen killen wollte. Katze, lass mal die Tüte da in Ruhe. Ich hoffe, ihr hört die Katze nicht. So, Mission erfolgreich. Das heißt, wir haben jetzt einen Flammenwerfer, eine Probe, viel Schrott und gute Laune. Katze. The body has been secured in the examination decks aboard my ship, Captain. The Blood Angels have earned the gratitude of the Ordo Xenos. You may keep your thanks. We still have a mission to execute. Ah, but our association is yet to be concluded, Captain. Noch lange nicht, Marburg. Hm? Explain yourself. This derelict is a breeding ground for biomorphic gene stealers. Other varieties may appear. I would have your squad retrieve them as opportunity arises, for the benefit of my Ordos. I will not jeopardize our objective or my kinsmen for your agenda. Those things are not mutually exclusive, Captain. As a gesture of my goodwill, I will dispatch additional materials for your men. These will aid the fulfillment of all our missions, and more will come. Should your warriors secure other specimens, of course. Ja, gib mir ein Skript oder sowas. If I didn't know better, Brother Captain, I would suggest the esteemed Inquisitor is attempting to bribe us into his schemes. He may try, Brother Sergeant, but we all know where our duty lies. Hoffentlich kriegen wir einen Hammer. Captain, I sense a dark shadow of foreboding. Katze. I may have to board the derelict in person, my lord. My witch sight is clouded. So, was hat er gesagt? Ja, betritt ihn, komm mit. Perhaps. Ready yourself, Psyker, if you must. But know that if you depart, you will do so alone. I can spare no more men to accompany you. Er kann ja zum Beispiel Wege für eine Runde sperren. Finde ich ganz gut. Das ist manchmal gar nicht verkehrt. Also das hätten wir jetzt gerade auch gebrauchen können. So, unbekannte Lebensform haben wir jetzt besiegt. Und es geht hier unten weiter. Ja, zweite Detonation. Okay. Es ist ein langer Weg wieder. Was haben wir hier? Wir betreten das Gebiet eines mächtigen Gene-Stealers. Hier wimmelt es von seinen Lakaien. Wenn wir uns zu weit vorwagen, riskieren wir einen Hinterhalt. Ja. Aber wir wollen ja unsere Schrottteile haben. Wir können ja von hier und da. Oh, nein, ich habe irgendwas geklickt. Verdammt. Mini-Skirmish. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Break. Ich gucke mir das Skirmish an. Wie gesagt, wenn wir das schon mal gespielt haben, werde ich es nicht veröffentlichen und einfach weiter für mich spielen. Und nächstes Mal geht es dann einfach weiter. Ne? So, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich natürlich abonnieren, kommentieren und ja, ihr könnt natürlich auch liken. Ne? Also haut rein, Brüder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.